Ziel? Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Prag. Ab Mitte August stürmen mehr und mehr DDR-Bürger das Gelände am Palais Lobkowitz. Die neue Freiheit beginnt hinter Gittern im Schutz der diplomatischen Immunität. Zunächst versuchen tschechische Polizisten noch, die Menschen an der Besetzung der deutschen Botschaft zu hindern. Doch dann geben sie auf. Innerhalb weniger Tage warten hier bis zu 4000 Flüchtlinge auf die Genehmigung, endlich in den westlichen Teil Deutschlands ausreisen zu dürfen. Mit Bussen werden die Botschaftsflüchtlinge noch am 30. September 1989 zum Bahnhof Praha-Lieben gefahren. Dort stehen Sonderzüge bereit. Die ersten 6.000 der rund 10.000 DDR-Flüchtlinge aus der bundesdeutschen Botschaft und aus Prag dürfen auf den Zug nach Westen. Alles klar, Junge. Unter den Republikflüchtlingen sind viele Eltern mit Kleinkindern. Massenhaft stürmen sie die Züge gen Westen. Bitte gehen Sie weiter, steigen Sie in die Züge ein. Wir müssen alle noch mitkommen. Tschüss. Bitte zügig weitergehen. Auch mal durchgehen nach hinten. Ohne Haus.